euch gut. Heute gibt es ein sehr spezielles Video hier auf meinem Kanal, denn das Oktoberfest in München steht wieder vor der Tür und tausende von Menschen weltweit kommen sie her, wollen wieder aufs Oktoberfest, sie wollen singen, sie wollen in einen dicken Bierkrug trinken, sie wollen etwas schunkeln, aber auch natürlich Karussell fahren. Und deswegen habe ich gedacht, gibt es dieses Jahr von mir ein kleines Make-up-Tutorial, wo ich euch das perfekte Dirndl Make-up präsentieren möchte. Es sollte darauf nämlich geachtet werden, dass man nicht einfach wahllos irgendwas ins Gesicht klatscht, denn es gibt die ein oder anderen Tricks und Tipps, die ihr auf jeden Fall beachten solltet, damit ihr auch wunderschön aussieht. Und deswegen dachte ich mir, Mensch, gebe ich euch die mal auf den Weg. Und ich wünsche euch bei meinem Video sehr viel Spaß. Los geht's! Das perfekte Wiesn-Make-up muss nicht nur hübsch aussehen, sondern auch lange halten. Und dafür gibt es viele kleine Helferlein. Zum Beispiel kann ich euch eine Grundierung hier von Alverde empfehlen. Das ist ein Primer als Basis. Er verhindert das Verrutschen des Make-ups und korrigiert natürlich auch noch kleine Unreinheiten. Meine P2 Foundation hat eigentlich fast denselben Effekt. Unter anderem ist sie ein Primer, sie lässt dein Gesicht matt aussehen und du hast wirklich ein wunderschönes, ebenmäßiges Hautbild und du siehst einfach nicht zu maskenhaft aus. Und deswegen finde ich diese Foundation wirklich für dieses Make-up auch total perfekt. Ja, meine Augenbrauen muss ich leider auch nachziehen. Ich habe leider nicht so schöne ausgefüllte Augenbrauen, aber das müsst ihr natürlich nicht machen. Wir benutzen ein fixierendes Puder und zwar ein mattes, transparentes Puder. Das hat unter anderem auch den Sinn, dass es eure Foundation und wenn ihr natürlich auch noch einen Concealer verwenden solltet, da sitzen lasst, wo es hingehört. Und wie gesagt, ihr habt wirklich ein wunderschönes, mattes Finish. Dann kommen wir auch schon zu den Augen. Wir lassen unsere Augen strahlen. Bei dem Dirndl-Make-up ist es nicht unbedingt notwendig, einen Lidschatten zu benutzen. Aber wenn ihr dennoch nicht drauf verzichten könnt, dann würde ich euch eher dazu raten, ein paar Nude-Töne zu benutzen. Oder wenn ihr es gerne ein bisschen schimmerig haben wollt, dann eher einen ganz leichten Goldschimmer. Ich benutze hier meine Storm Palette und da nehme ich wirklich zwei erdige matte Nude Farben und das wäre es auch schon. Sieht wirklich ganz natürlich aus und wie ja, ich kann leider nicht auf einen Lidschatten verzichten. Jetzt kommen wir auch schon zu den Wimpern. Hier dürft ihr natürlich auch gerne tuschen, was das Zeug hält, denn auch beim Dirndl Make-up ist es sehr von Vorteil, wenn ihr eure Wimpern etwas mehr tuscht, denn das sieht einfach nochmal wirklich schön aus und sie lassen eure Augen strahlen. Kommen wir auch schon zu unseren Wangen und zu unseren Lippen. Besonders wichtig für den bayerisch-rosigen Look ist das Rouge. Zum Schunkeln und Bier trinken empfiehlt sich ein nicht zu greller, sondern ein eher rosa-stichiger Ton, der den Anschein erweckt, dass du gerade eben frisch von einer Bergwanderung kommst. Und wenn du das alles noch so ein bisschen aufpeppen möchtest, dann ist ein schimmernder Highlighter zum Beispiel noch total optimal und lässt alles noch ein bisschen mehr wirken. Die Lippen sollten unbedingt auf den Farbton des Kleides abgestimmt werden. Hierbei ist auch ein bisschen mehr erlaubt. Egal ob ein tiefdunkles Rot oder einen knalligen Korallton oder ein zartes Rosa, das dürft ihr ganz alleine für euch entscheiden. Hauptsache der Ton spiegelt sich im Dirndl wieder. Bei mir ist das leider jetzt nicht der Fall, deswegen habe ich mir einen wunderschönen pinkfarbenen genommen. Und damit die Haltbarkeit des Lippenstifts etwas verstärkt wird, ist das zum Beispiel der erste Schritt, den auf jeden Fall erstmal auf die Lippen auftragen und dann ein Kosmetiktuch zwischen die Lippen pressen und so entfernen wir jetzt erstmal überschüssige Farbe und damit es dann lange halten wird, nehmen wir nochmal ein transparentes Puder, tupfen das auf die Lippen und anschließend geben wir nochmal einen neuen Lippenstift auf. Ja, und um alles rundum zu fixieren, damit wir wirklich nochmal auf Nummer sicher gehen, benutzen wir einfach nochmal ein Fixing Spray. So schaut jetzt mein Endergebnis aus. Ich finde es total natürlich. Es ist einfach ein optimales Make-up und ich kann euch einfach vergewissern, dass ihr wirklich ein ganz langanhaltendes Make-up habt. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefällt und ihr vielleicht Lust haben solltet, es nachzuschminken. Musik
Auch was die Frisur angeht, gibt es einige grundsätzliche Regeln zu beachten. Aufwendige Flechtfrisuren mit Blumen im Haar und Zöpfe gehen natürlich immer, das wissen wir. Aber dieses Jahr ist der anderen Look gefragt. Denn da könnt ihr nämlich machen, was ihr wollt. Ich habe mich zum Beispiel hier für einen holländischen bzw. inklusiven Fischgrätenzopf entschieden. Und das spielt uns natürlich in die Karten, denn wir sind am Schunkeln und am Feiern und am Trällern und natürlich löst sich die eine oder andere Strähne auch mal aus unserer Frisur und deswegen ist es gar nicht mal so verkehrt mit dieser Frisur. Ich finde sie total optimal, sie geht super schnell und ja, ich finde sie einfach perfekt. Welche Farbe und welche Form euer Dirndl hat, das dürft natürlich ihr selber entscheiden. Hauptsache ihr fühlt euch wohl und ihr könnt den lieben langen Tag und Abend super gut feiern und schunkeln. Ich bedanke mich bei meiner besten Freundin, denn sie hat mir dieses Kleid ausgeliehen, damit ich für euch dieses Video abdrehen kann. Ich finde die Kombination der Farben wunderschön und ich bin auch der Meinung, dass es gut zu meinem Hauttyp und meiner Haarfarbe passt. Ich bin auf jeden Fall rundum glücklich und ich hoffe, dass euch alles im Großen und Ganzen gefällt und dass ihr mir euer Feedback da lasst. Natürlich könnt ihr dieses Make-up auch unabhängig vom Oktoberfest schminken. Vielleicht gibt es auch das eine oder andere Fest bei euch in der Nähe, wo man zum Beispiel sowas aufschminken könnte. Oder Oktoberwochen, sowas gibt es bei uns hier in der Nähe zum Beispiel. Da zieht man auch sehr gerne einen Dirndl an und kann sich daher auch dementsprechend so schminken. Von daher hoffe ich, dass es eine kleine Inspiration für euch war. Dennoch möchte ich noch ein paar No-Gos mit auf den Weg geben, wo ihr wirklich drauf achten sollte. Das ist auf jeden Fall zum Beispiel, dass ihr keinen Rand hinterlasst. Bedeutet, dass ihr natürlich eure Foundation sehr gründlich in eure Haut einarbeiten sollt, denn ein dicker, fetter Make-up-Rand sieht sowas von unschön aus und ihr habt ein wunderschönes Dekolleté, sehr freies Dekolleté und von daher sollte das doch alles auch ebenmäßig aussehen und natürlich so schön und so natürlich wie möglich. Ein zweites No-Go ist es, die Augen zu sehr mit einem Kajalstift zu umranden. Ich habe euch ja gezeigt, dass ich zum Beispiel gar keinen Kajalstift benutzt habe. Ich würde es euch auch wirklich abraten. Also ein Dirndl-Make-up braucht sowas absolut überhaupt nicht. Deswegen verzichtet am besten auf dicke, fette, schwarze Kajalstifte. Ein drittes No-Go sind falsche Wimpern. Ihr braucht keine falschen Wimpern. Es ist keine Travestie Party, wo ihr hingeht. Es ist wirklich ein wunderschönes, traditionelles Fest und ihr solltet einfach eure Wimpern so lassen, wie sie sind. Wie gesagt, ich habe es ja erwähnt, ein bisschen mehr tuschen, das reicht dann aber auch schon. Und noch auf jeden Fall ein riesengroßes Go, was ich euch mit auf den Weg gebe. Lasst eure Zähne strahlen. Setzt euer schönstes Lächeln auf, denn das ist eigentlich das, was euch ausmacht, wenn ihr euer Gesicht zum Strahlen bringt, indem ihr einfach ein kleines Lächeln auf die Lippen zaubert. Und deswegen dürft ihr Lippen auch sehr gerne in Szene setzen, aber das habe ich euch ja auch gerade schon gesagt. Schaut doch gerne nochmal hier oben vorbei, das ist nämlich mein YouTube-Full-Tag, der ist auch sehr, sehr, sehr toll und liegt mir auch ganz arg am Herzen. Deswegen, falls ihr ihn noch nicht gesehen haben solltet, schaltet doch gerne nochmal rein. Und hier zu dieser Seite findet ihr nochmal das Video vom letzten Mal, da dürft ihr auch gerne nochmal vorbeischauen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt eine wundervolle, wundervolle Zeit. Viel Spaß beim Feiern auf dem Oktoberfest vielleicht in München oder auch woanders. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich in 4 Tagen wieder. Bis dahin wünsche ich euch wirklich alles, alles Liebe und dicken Kuss. Bye!